heute in einem Wunderland zu Gast. Aber das Wunderland hat ja einen Hintergrund, einen Sinn. Ich bin begeistert von dem, was Sie hier aufgebaut haben, hier in Berlin. Und woher kommt diese große Leistung, die Sie hier wirklich vollbracht haben? Liegt es in Ihrer Familie oder ist es Ihr eigener Ehrgeiz gewesen? Also ich komme aus einer Familie, die seit 151 Jahren Kunsthändler sind. Das hat natürlich damit was zu tun, dass man, wir haben nie Ferien gemacht, wie andere Leute Ferien machen und sich an den Strand gelegt, sondern wir haben immer ab 8 Uhr früh ein strammes Programm in den Museen gehabt und natürlich kommt es auch daher. Aber ich hatte auch tolle Lehrer wie Ivan Wirth, von denen ich einfach gigantomanisches Denken gelernt habe und nicht zu stoppen, sondern zu sagen, alles ist möglich. Sie sind praktisch mit der Muttermilch der Kunst aufgewachsen. Ganz genau so ist es. Also wir haben es von der Pike ab gehabt und ich habe nicht studiert. Ich habe im 18. mit einem Haus der Kunst angefangen zu arbeiten und bin seitdem in der Kunstszene unterwegs. Sie sind praktisch autodidaktisch so groß. Ganz genau. Also ich war danach beim Ivan Wirth, dann war ich in den Kunstwerken, im Gropiusbau. Ich habe eher die Museen gemacht, anstatt die Galerienszene durchgemacht. Und das sieht man vielleicht auch in den Räumen, weil ich ja meine Ausstellung kuratiere und nicht einem Künstler einen Raum gebe, sondern wie alles zusammenziehen. Wir versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht auch das Rezept Ihres Erfolges. Also ich glaube, dass es einen Unterschied macht, dass man Leute an die Hand nimmt und ihnen sagt, hier ist das Thema und schau mal, so setzen wir das Ganze um. Kannst du damit was anfangen? Sicherlich kann nicht jeder mit allem was anfangen, aber ich glaube, dass in der Vielfalt, die wir hier auf 700 Quadratmetern zeigen, es doch so ist, dass jeder irgendwas für sich selber entdecken kann, was er mag. Quadratmeter ist natürlich eine stolze Zahl. Um 700 Quadratmeter aufzufüllen, muss man natürlich auch vieles bieten. Ja. Haben Sie ein bestimmtes System, nach dem Sie vorgehen? Überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich gehe wahnsinnig viel durch Künstlerstudios, ich schaue mir alles an und dann entscheide ich, was mir gefällt und was mir nicht gefällt und ob es zu mir ins Programm passt. Es kommt aber auch vor, dass sich Künstler bei mir bewerben, wie zum Beispiel der Bertram Land Berlin hinter dem Altmeister Zeichnungen, mit denen wir gerade stehen. Der kam in den Highlights auf der Messe auf mich zu und hat gefragt, ob ich mir Zeichnungen anschauen würde. Und dieses Künstler-Scouting und Künstler zulassen, sich zu präsentieren zu dürfen in der Galerie und zeigen zu dürfen und es ernst zu nehmen, das finde ich ganz wichtig, dass wir das wieder anfangen. Es ist Ihre erste eigene Galerie. Ist eigentlich der Name Galerie richtig für das, was Sie machen? Nein, also ich bin eine Agentur. Ich möchte auch gerne Agentur bleiben, weil wir schneller arbeiten als die Galerien und ich meine Künstler wirklich an die Hand nehmen. Also ich gebe nicht einem Künstler alle zwei Jahre eine Ausstellung und zwischendrin interessiert mich nicht, was du machst, sondern ich bin im fast täglichen Kontakt mit allen Künstlern. Und das ist die ersten Räume, die ich je bezogen habe, ja. Gratulation. Dankeschön. Fluktuation jetzt Ihrer Ausstellungsstücke? Wechseln Sie die nach einem bestimmten Schema? Ja. Oder? Also wir haben alle zwei Monate circa eine neue Ausstellung mit einem neuen Thema. Die nächste Ausstellung, die jetzt zum Gallery Weekend gezeigt wird, heißt What Would I Die For? Da gehen die Gedanken der Künstler wild gerade durcheinander. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, die E-Mails zu lesen und die Vorschläge zu lesen, die ich gerade bekomme. Und dann setze ich mich mit jedem Künstler auseinander und setze mich mit ihm zusammen hin und erkläre ihnen aber auch, was, wenn du eine große Installation machst, gib mir auch das Werk, was ich für dich verkaufen kann, damit du die großen Installationen weitermachen kannst. Wir müssen schauen, dass wir nicht den Markt bedienen, sondern uns selber bedienen wieder. Und das heißt, große Installationen und kleine Sachen, die jeder mitnehmen kann. Nun haben Sie einen tollen Platz gegenüber vom Bode-Museum, von der Museumsinsel. Wie sind Ihre Öffnungszeiten?
12 bis 7 Uhr. Also vor 12 passiert hier gar nichts und diese eine Stunde länger ist sehr wichtig. Diesen Samstag und Sonntag werde ich beide Tage geöffnet haben. Sonntag zum ersten Mal, weil es Valentine's Day ist und ich mir denke, dass viele Leute an der Museumsinsel spazieren gehen. Ja. Gibt auch im Sommer kommen noch mehr. Absolut. Ich danke Ihnen. Ich wollte nur sagen, aber das Ganze haben wir auch dem Herrn Freiberger zu verdanken, muss man ganz klar sagen, der uns hier wirklich eine Chance gibt, junge Leute reinzieht und sagt, macht mal, ich möchte gerne sehen, was daraus kommt und sich nicht die Alteingesessenen hier reingeholt hat. Solche Leute braucht man, um Erfolg zu haben. Absolut. Ja? Und den wünsche ich Ihnen natürlich auch viel Erfolg und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Herzlichen Dank. Ja, danke Ihnen. Wiedersehen. Dankeschön. Ja.